Willkommen zurück zu einem neuen Part hier bei Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 3. Wir sind im zweiten Part. Wir haben in der letzten Folge erst Begräbnis gehabt. Wir haben ihr die Ehre erwiesen und ich fand es eine super schöne Andenkensfeier. Und dann haben wir auch einen Brief von Taimi bekommen. Was quasselt ihr da? Und wir sollen auf jeden Fall nach Rata Zoom kommen. Da ist hier ein Abenteuergehilfe ZK496i. Den sollen wir mal anquatschen. Ihr wurdet erkannt, Zoriaster. Bitte geht weiter durch das Portal hier. Wohin führt es? Ich bin nicht befugt, diese Frage laut zu beantworten. Und über telepathische Fähigkeiten verfüge ich nicht. Noch nicht. Bitte geht weiter. Eure Sicherheit ist relativ garantiert. Okay. Schauen wir mal, was auf uns zukommt. So, da sind wir. Sprecht mit einem Forscher, um Taimi zu finden. Wir sind in den verschlungenen Tiefen, in dem Gebiet, wo Taimi zurückgeblieben ist, als wir gegen Mortomos gekämpft haben. Sie hat gesagt, sie möchte hier ein bisschen Forschungen betreiben und dann sprechen wir mal, bitte. Ja, alles gut, kein Stress, bitte. Golem, was machst du da? Reagiere mit voller Kraft. Okay. Das geschieht nicht wirklich. Stopp! Die spürt das auf den Entschluss! Oh, mein armes Schätzchen. Es wird Monate brauchen, dich wieder hinzukriegen. Okay. Da ist Taimi. Hallo Süße, wie geht's dir denn? Bist du zurechtgekommen? Mal gucken, wo sie hingeht. Taimi, tut mir leid. Macht euch keinen Kopf. Diese ganze knirschende alte Technik ist überreizt vom Zustrom der Magie. Bin froh, dass ihr hier seid. Ja, na, das ist doch schön. Komisch, diesen da hatte ich auch einen geschickt, aber er hat's fast nicht geschafft. Oh. Aus eurer Nachricht ging leider nicht hervor, wie man sich auf diesem Asura-Spielplatz zurechtfindet. Asura-Spielplatz. Er hat sich bei der Suche nach dem Labor verirrt. Ich musste dem anhaltenden Strom von Char-Kraftausdrücken folgen, um ihn aufzuspüren. Stand der Zukunft. Ja, geht's noch. Es ist ja, schön, ja. Euch zu wie sehen. Cool. Ich habe mich so gefreut, dass eure Mission ein Erfolg war. Aber als ich dann das von Marshall Traherne erfuhr... Er hat uns alle gerettet. Sein Opfer wird nicht so bald vergessen sein. Das stimmt, das stimmt. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ridlock sagt, wir fangen eine neue Gilde an. Wie aufregend. Bin froh, dass ihr dabei seid. Aber klar, jemand muss doch der Kopf sein. Die Timey. Ich nehme schon an, einige der Dinge, an denen ich hier arbeite, könnten mal ganz praktisch sein. Bisher war fast alles von Toll. Ihr praktisch, meiner Meinung nach. Zumindest war es das, bevor jeder Asura und sein Großmentor hier aufgetaucht ist. Wenigstens habt ihr jede Menge Hilfe im Drachenlabor. Wie meint ihr das, Kommandeur? Von dem Raum, den ihr beschreibt, habe ich noch nie gehört. Kein Mucks über das Drachenlabor. Ich will nicht, dass jemand etwas darüber erfährt. Schon gar nicht... Nur Nachwuchs? Ratsmitglied Flant! Wie nett, Flant. Zu sehen. Och, ich bin ja so froh, dass ihr heute Morgen nicht von einem Chuck gefrühstückt wurdet. Keine dämlichen Beleidigungen, bitte. Sie werden niemals klug genug sein, mich zu verletzen. Nun, irgendwelche neuen Entwicklungen heute? Also, da fällt mir spontan nichts ein. Und keine Geheimnisse vor mir, wenn ich bitten darf, Nachwuchs. Mein Zorn ist so messerscharf wie mein Verstand. Oh, was habe ich für eine Angst! Ich will noch nie im Leben Geheimnisse vor euch haben, Ratsmitglied. Zwinker, zwinker, ne? So. Was machen wir jetzt? Aber klar habe ich ein Geheimnis vor ihm. Dann wollen wir mal hin, aber nicht auf die Weise, wie ihr meint. Wir gehen durch das Portal. Ah, ich habe es okay. So konfiguriert, dass es aussieht, als gingen wir zur Kommandozentrale, aber in Wirklichkeit gehen wir zum, ihr wisst schon was. Okay. Aber die Sache hat einen Haken. Ihr müsst die Sicherheitsvorkehrungen austricksen. Oh. Das ist jetzt ein Witz, oder? Diesmal nicht. Probiert es mal aus und ich beobachte das. Seht mal, ob ihr den Code knacken könnt. Ich gebe euch einen Hinweis. Tut genau das, was man euch sagt. Okay, überlistet das novanische Sicherheitssystem. Die Konsole scheint
alt zu sein, aber man hat sie offensichtlich gesäubert. Versucht, das Rätsel zu lösen. Überspringt das Rätsel. Nicht identifizierter Benutzer. Sicherheitsmaßnahmen aktiviert. Okay. Gelb, lila, rot, blau. Okay. Gelb, lila, rot, blau. Och nein. Rot, gelb, lila, blau. Rot, gelb, lila, blau. Phase 2 abgeschlossen. Okay. Gelb, rot, blau, lila. Rot eingeben. Gelb, rot, blau, lila. Phase 3 abgeschlossen. Okay, wie viele Phasen gibt's? Lila, blau, gelb, rot. Rot eingeben. Lila, blau, gelb, rot. Okay. Grün, blau, rot, lila, gelb. Rot eingeben. Grün, blau, rot, lila, gelb. Richtig? Ja, Mann! Okay. Das ist unser Stichwort. Ihr habt den Code geknackt. Dann los. Okay. Okay, wir betreten das Portal. Das war jetzt nicht so schwer. Okay, was kommt jetzt? Findet heraus, was Taimi getrieben hat. Was denn? Leute, die vielleicht Flant heißen oder vielleicht auch nicht, muss ich hier raushalten. Jetzt, da wir uns um den Vorwand nicht mehr zu scheren brauchen, können wir endlich zu dem kommen, weswegen ihr uns hergerufen habt? Genau. Ja, das ist eine Nachbildung der Leylinien-Energiekarte, die wir außerhalb von Tahrir gefunden haben. Ich habe die Bewegungen der Magie seit Mordremos Tod verfolgt. Mhm. Es waren völlig chaotische Ströme. Hierhin, dorthin, überall hin. Seht ihr? Dieser Punkt ist die Eikammer. Als der Drache abgekratzt ist, ging das Ding ab wie ein Feuerwerkskörper für das Mondneujahr. Aber wie man hier sieht... Ja? Dem Ei geht es prächtig. Was sehen wir hier vor uns? Ah, guckt mal. Aus der Eikammer? Ja. Die Erhabenen und die Rata Novana müssen eine Menge Wissen gemeinsam gehabt haben. Sie müssen ihnen bei der Entwicklung ihres Sicherheitssystems geholfen haben. Und dann seid ihr eingebrochen? Nein, ich... die Ohren, habt ihr gesehen? Da seid ihr eingebrochen. Hey, wir sind doch Freunde, oder? Ich glaube, sie hätten nichts dagegen. Vielleicht solltet ihr es bloß nicht in Gegenwart von irgendwelchen schwebenden Goldkerlen erwähnen. Habt ihr Zugang zur Überwachung von ganz Tahrir? Zurück zu der Leylinienkarte. Und dieser andere Punkt ist also... Das ist neu. Der Punkt für den nördlichen Blutstein blinkt auf. Das muss ich im Auge behalten. Die Stelle, an der Mordremos gestorben ist, sieht aus, als sei sie etwas abgekühlt. Ja, eine ganze Menge von dieser Energie ging wieder zurück ins System. Okay. Ich versuche, ihre Muster abzubilden, aber für genaue Messwerte taugt diese Karte noch nicht. Schaut euch unterdessen mal das da an. Okay, schauen wir, was da sollen wir... Was ist es denn? Ich will ja nicht mein eigenes Loblied pfeifen oder Das sieht so, aus wie ein Herz. In der Zeit, in der ich allein hier war, habe ich schon den einen oder anderen Schack erledigt. Da die anderen nichts von diesem Ort wussten, konnte ich keine Verteidigungsmechanismen einbauen lassen. Ja. Also, die tauchen hin und wieder auf, wenn das Labor sehr viel Energie zieht. Wie die da? Wie das da jetzt? Ganz genau. Schnappt sie euch. Von dem Geräusch kriegt man ja zahnweh. Timmy, hört endlich auf, in eurem Labor Kekse zu futtern. Ich glaube, sie riechen das Organ, das ich geerntet habe. War doch, ne? Das sah nämlich aus wie ein Herz. Na, wo willst du denn hin? Bleib hier. Ist noch nicht Zeit für den Mittagsschlaf. Erst Verteidigung, dann Angriff. Oh, und da kommt jetzt die Mama oder was? Spür, das brennt.
Okay, ich hoffe, das war's. Ungezieferverdichtung. Den Glauber macht euch keine Sorgen. Den putze ich später weg. Dann erzähl mal. Dieses Ding ist eine Art Organ, das ich in einem der größeren gefunden habe. Ja, das sieht aus wie ein Herz. Es gehört zu ihrem Verdauungssystem. Und zum Verdauungssystem. Ernähren sie sich von Ley-Energie. Und ja. Das hat mich neugierig gemacht. Schon was Brauchbares gefunden? Nichts, was ich im Moment erklären könnte. Okay. Ich habe ein bisschen Ley-Energie durchgeschickt und sie kam am anderen Ende anders raus. Okay. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie. Mit meiner Ausrüstung war der Unterschied kaum nachweisbar. Um das Phänomen wirklich zu beobachten, müsste ich erst ein anderes Gerät entwickeln. Was für eine Pumpe verwendet ihr da eigentlich zur Aufbewahrung? Flüssigkeit von vermoderten Kapseln. Erinnert ihr euch daran? Hat wunderbare, konservierende und sogar heilsame Eigenschaften. Flüssigkeit aus vermoderten Kapseln? Diesen Dingern, die Leichen in grässliche Mordram-Abscheulichkeiten verwandeln? Also, lecker. Erinnert ihr euch dran? Meint ihr nicht, dass das vielleicht keine so gute Idee ist? Oh, ihr macht euch zu viele Gedanken. In der Forschung gilt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn ich allen außerhalb dieses Labors einen Schritt voraus bleiben soll, muss ich viel wagen. Aber ich darf es auf keinen Fall wagen, zu lang vom Hauptlabor wegzubleiben. Das erregt Verdacht. Gehen wir? Okay. Wo will sie hin? Ich gebe euch Deckung. Geht ihr zuerst. Erkundet die obere Plattform. Ah, okay. Keine Sorge, dass Tiny uns zuvorkommen könnte. Plant hat mir zugesichert, dass er sie an der Kandare hat. Okay, also wir können scheinbar die obere Plattform dann so ein bisschen ausspionieren. Interessant, interessant. Das was? Ist bloß wieder Tinys Freunde. Man hat mir gesagt, ich würde den Kommandeur des Pakts hier finden. Stimmt das nicht? Hallo, da bin ich. General Seelenhüter, was für eine Überraschung. Was führt euch nach Rata Novus? Ihr, Kommandeur. Ich bin gekommen, um euch einen neuen Posten im Pakt anzubieten. Oh. Die Stelle des Marschalls ist, frei geworden. Und wir möchten, dass ihr sie besetzt. Oh. Es ist mir eine Ehre. Ich bin froh, dass ihr es so seht. Der Pakt hängt am seidenen Faden. Oh. Verstehe. Ich sehe schon, ihr habt eure Zweifel. Also will ich über die Position kein Blatt vor den Mund nehmen. Na toll. Bestimmte Elemente des Pakts finden, Marshal Traherne habe einen Fehler gemacht, als er in den Kampf zog und sich umbringen ließ. Was? Der neue Marschall säße in einer sicheren Dienststube in Löwenstein. Das wäre schon mal nichts für uns. Das wäre nichts für uns. Naja. So sehr mir euer Angebot schmeichelt, General. Ich werde es respektvoll ablehnen müssen. Nach unserem Kampf gegen Mordremos denke ich, Ridlock, die anderen und ich wären als eigene Gilde schlagkräftiger. Obwohl sie mich enttäuscht, verstehe ich eure Entscheidung, vorzeitig aus dem Dienst auszuscheiden. Trotzdem glaube ich an das Ziel des Pakts. Ich ebenfalls. Und ich werde immer bereit sein zu helfen. Nur eben von außerhalb. Genau. Unter Bergen von Papier hervor, meint ihr? Lacht ihr nur, Augenloser. Ich habe auch etwas für euch. Oh, und was? Einen Brief aus der Schwarzen Zitadelle. Ihr habt unterwegs wirklich ein paar höhere Tiere angerempelt. Oh, gibt es jetzt Ärger? Wollt ihr das wirklich einfach zerknüllen und wegwerfen? Gewartlock. Das habe ich auch mit den letzten beiden getan. Ob das so eine gute Idee ist? Was habe ich da gehört? Ihr seid nicht mehr beim Pakt? Wartet, wie soll ich euch nennen? Huba? nein. Wieso bleiben wir fürs Erste nicht einfach bei Kommandeur? Technisch gesehen gilt der Titel ein Leben lang. Ihr könnt ihn also gerne nutzen. Oh, irgendwas bimmelt im Hintergrund. Oder auch nicht? Was war das? Ich wollte gerade sagen, was ist das? Schnell, gehen wir nachsehen, was da los ist. Was ist da los?
Kommen wir da runter? Ist die Tür offen? Ah, doch, die Tür ist offen, okay. Beschützt die Ratsmitglieder! Lauf! Was? Was? Ist da schon wieder jemand von euren Freunden? Kanach! Was ist passiert? Ich bin durch die Höhlen hineingekommen, weil ich das Portal nicht fand. Ich hätte keinen so enthusiastischen Empfang erwartet. Habt ihr das gesehen? Vlad war so wütend, dass sogar seine Flöhe abgesprungen sind. Seine Flöhe. Weshalb der Überraschungsbesuch? Ich wurde hergerufen von... Aber Mordremos ist tot. Wir haben ihn Oh, diesmal nicht vom Dschungeldrachen, sondern von Anis. Ah, ich dachte schon. Euren Häftlingszettel, was? So ist es. Aber es sind gewisse unschöne Dinge vorgefallen. Und ich bin sicher, wenn ich sie bereinigen kann, mein Häftlingszettel wird ausgelöst und ich werde endlich wieder frei sein. Wie kann ich helfen? Minister Caudecus hat vor kurzem die Schutzhaft der Königin verlassen. Okay. Anis hat mich und einen Trupp von der glänzenden Klinge geschickt, um den guten Minister zurück nach Götterfels zu geleiten. Irgendeine Ahnung, wo er steckt? Im nördlichen Maguma ist es zu einem Wiederaufflammen von Aktivitäten des Weißen Mantels gekommen. Mhm. Anzeichen zufolge könnte er dorthin unterwegs sein. Das ist der verrückte Magiebrennpunkt, den wir gesehen haben. Oben bei dem Blutstein. Ja. Ich dachte, der Minister hat behauptet, er habe nichts mit diesen Mossad-Liebchen zu tun. Ging es uns nicht allen so? Redlock, verständigt die anderen. Marjorie könnte in Götterfels etwas unruhig werden und mitmischen wollen. Kommandeur, wenn ihr wollt, nehme ich euch auf meinem Luftschiff mit. Es liegt auf dem Weg. Wir können euch dort absetzen. Ja, mega. Das ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, General. Das ist doch eine gute Idee. Ich nehme meine Leute von der glänzenden Klinge und treffe euch dort. Klingt nach einem Plan. So, wir dürfen jetzt mit Kanach noch reden. Was für ein Tag, wie? Da fühlt man sich ja beinahe unwillkommen. Ja, bevor ich gehe, sagt mir noch, was ihr über den weißen Mantel wisst. Die Königin in Götterfels hat schon Knoten in ihren königlichen Untergewänden vor Aufregung. Die alte Geschichte zwischen den Menschen und dem weißen Mantel, wisst ihr? Keine hübsche Sache. Anis hat ihr bösartiges Gesicht aufgesetzt. Oh. Ich habe den Unterricht über die Geschichte der Menschen wohl verschlafen, doch darf ich euch ein paar Fragen stellen? Fragt nur, ich werde euch alles, was ich weiß, wobei das weiß, was ich weiß, ziemlich übel ist. Was ist der Hintergrund des Weißen Mantels? Ja, also hat der Krieg verloren. Wo sind die letzten Streitzeugner gewesen? Warum ist der Weiße Mantel plötzlich so aktiv? Okay, lesen wir uns jetzt nicht ganz durch, weil es in dem Sinn ja optional ist. Dann gehen wir mal zum General. Und wir kommen als erste Karte zu Blutsteinsumpf. Aufenthaltsort liegt vor uns. Das wird eine ziemliche Achterbahnfahrt. Wir fliegen doch nicht in dieses Gewühl. Bei den Göttern, habt euch nicht so Angst vor ein bisschen Wetter? Okay, krass. Oh mein Gott, wieso ist das explodiert? Das bringt jetzt leider nichts mehr, glaube ich. Oh mein Gott. Auf die Beine. Wir haben überlebt. Irgendwie. Und ja, wir haben eine neue Karte entdeckt. Wie cool. Alles erledigt. Alles erledigt, okay. Es gab einen Kurzschluss in unserem Vorwärtsantrieb. Was war das? Was denn? Ich glaube,
Genau kann ich es auch nicht sagen, aber ich glaube, da ist gerade ein Blutstein explodiert. Ein Blutstein? Wieso sind wir dann noch am Leben? Gute Frage. Aber andere hatten vielleicht nicht so viel Glück. Ich gehe runter und suche nach Überlebenden. Versuche mir zusammenzureimen, was passiert ist und warum sich die Explosion umgekehrt hat. Seid auf der Hut und lasst mich wissen, was ihr herausfindet. Wir versuchen, diesen Vogel wieder in die Luft zu bringen. Kanach sollte mich hier treffen. Ich hoffe, er und seine Leute waren außer Reichweite. Dann sind wir mal gespannt. Okay, bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben jetzt 4 Sterne. Erkundet die schwebende Zitadelle und begebt euch zu der Arena auf der Spitze des Turms. Untersucht den großen Blutsteinbrocken unter der Zitadelle. Okay. Die Karte ist auch mega krass, kann man so sagen. Viel auch wieder mit verschiedenen Ebenen. Und ohne Himmelsschuppe finde ich die schwer zu erkunden, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist, wir haben zwar viel Aufwind und sowas, gerade jetzt auch mit der Himmelsschuppe ist das mega cool so. Aber es ist halt schon, reicht es, wenn wir mal da hingehen? Die Explosion hat Geister freigesetzt, okay. Die in Stein gefangen waren. Ich habe von Opferungen bei den Menschenstämmen gehört. Vielleicht hat es was damit zu tun. Okay. Oh, oh. Das haben wir nicht verstanden, das weiß ich jetzt schon. Sie waren so lange eingekerkert, dass ihr Geist verdreht ist. Sie können Freund und Feind nicht unterscheiden. Wir müssen sie ein für alle Mal befreien. Hier haben wir noch eine Erkundung. Der große Blutstein noch intakt. Und diese widerlichen Dinger. Dieser Blutstein muss größer gewesen sein, als man sich vorstellen kann. Warum könnte er explodiert sein? Wisst ihr, ziemlich tödlich, irgendwie kinderleicht. Mhm. Und hier kann man Blutsteine abbauen, die entfesselte Magie geben. Heißt, wir haben eine weitere große Währung, mit der man coole Sachen kaufen kann. Und jetzt müssen wir irgendwo dahinter. So, dann schauen wir mal, wo wir zum nächsten Punkt kommen. Oder sollen wir erst hier hin? Ich weiß nicht, wer tiefer ist. 6000, 5000. Der in die Richtung ist. Näher jetzt zu uns. Okay. Ah, da ist es. Oh, Angehörige des Pakts. Blut, Blutsteine. Ich schlitze euch die Kehle auf. Kommandeur? Kommandeur, lebt ihr noch? Jupp. Sie wurden von Blutsteinmagie verzehrt. Sie haben ein besseres Los verdient. Okay, mit denen sprechen wir jetzt mal noch nicht. Nicht, dass wir da irgendwie der Geschichte was vorgreifen. Auf jeden Fall müssen wir hier weiter vor. So. Und da haben wir den letzten Punkt. Aber sie sind anders. Ja, so geistermäßig, ne? Ah, jetzt kommen wir dahin, wo wir eben standen. Okay. Gut, dass wir doch noch nicht mit denen gesprochen haben. So. Ich habe noch nie eine Explosion so in sich zusammenfallen sehen. Die Magie war wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Und dann schoss sie plötzlich in den Boden. Glaubt ihr, das war ein Drache? Ich bin noch nicht sicher. Ich bin hier, um es herauszufinden. Da bin ich auch mal gespannt. Ich will in diesen Krater steigen und herausfinden, warum sich die Explosion umkehrte und was aus der Magie wurde. Leichter gesagt als getan. In dem Gebiet wimmelt es vom weißen Mantel. Wir haben eine Patrouille reingeschickt. Aber nur eine Soldatin kam durch. Und ihr geht es nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Sie wurde von Magie getroffen. Oh. Anders als alles, was wir kennen.
Äußerlich sieht sie gesund aus, aber innerlich ist sie völlig verdreht. Sie kann sich kaum bewegen. Seit ihrer Rückkehr fantasiert sie ständig von schwebenden lila Steinmonstern. Steinerne Kreaturen? Das kommt mir bekannt vor, vom Weißen Mantel. Könnt ihr mal in der Abtei nachfragen, was sie darüber wissen? Aber ja, Kommandeur. Habt ihr Kanach gesehen? Wen? Er ist ein Silvari. Hart, aber höflich. Von mittlerer Statur, ein bisschen schrullig. Ein bisschen schrullig. Kelf habe ich allerdings gesehen. Ah! Galoppierte hier durch wie ein Zentaur mit Feuer unterm Hintern. Okay. Sie hätte um keinen Preis angehalten. Sauste einfach durch das Kriegsgebiet und schwupps war sie weg. Danke. Ich lasse den General wissen, dass ihr hier unten seid. Na, dann bin ich mal sehr gespannt. Bin froh, dass ihr es geschafft habt, Kommandeur. Ich dachte schon, die Explosion hat euch erwischt. Was ist das? Die Mursad beuteten schwache, leicht zu beeindruckende aus, die sie ihrerseits wie Götter verehrten. Aha. Diese Konvertiten nannten sich der Weiße Mantel, opferten Unschuldige und stürzten das Königreich Kryta. Das Chaos, das sie in Kryta anrichteten, war nicht von Dauer. Irgendwann wurden sie vernichtet und die versprengten Überlebenden tauchten unter. Doch seither sind Grüppchen ihrer fanatischen Jünger in den Schatten zugange. Interessant. Diese Mursad, glaube ich, heißen die, ne? Die Dinger gibt's auch im Raid. Der und ausruhen. Ich habe Angst, die Augen zu schließen. Ich sehe sie immer noch in meinem Kopf. Zweite. Sie sind in mir drin. Boss, den man, glaube ich, killt, müsste das zweite hier müsste sein. Ich konnte nichts für sie tun. Die Explosion hat ihre Innerstes verrotten lassen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Alle versuchen, den Schaden rückgängig zu machen, waren zwecklos. Nichts hat geholfen, nicht mal ein bisschen nichts. Sie sind dahin, Kommandeur. Bloße Hüllen ihres früheren Selbst, getrieben von einem unstillbaren Hunger nach mehr Macht. So weh es tut, das zu sagen. Ich fürchte, das Einzige, was man für sie tun kann, ist, sie zu töten. Wurde Morika von der Explosion getroffen? Sie scheint nicht so aufgebracht zu sein wie die anderen. Nein, sie war außer Reichweite der Explosion bei uns. Was sie getroffen hat, war anders. Sie ist immer noch sie selbst. Aber sie leidet schrecklich. Sie hat sogar um ein Heilmittel gebeten. Okay. Interessant. Feuer, Feuer. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier. Teilt General Seelenhüter mit, was ihr herausgefunden habt. Ich würde sagen, wir machen aber jetzt mal hier eine Pause rein. Gehen im nächsten Part dann mitteilen, was wir herausgefunden haben. Wir sind dann in der dritten Folge in einer neuen Karte. Wir werden dann auch vielleicht im Anschluss, wenn wir mit dem gequatscht haben, ein bisschen Karte erkunden mit Blichard. Ich werde das jetzt vielleicht immer so ein bisschen mit reinnehmen, dass die Kartenerkundung auch ein bisschen schneller geht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dir heute wieder gefallen hat. Wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.